das wirklich funktionieren, Professor? Ich schätze, es ist unsere einzige Hoffnung. Der überlastete FTL-Reaktor wird eine Kettenreaktion in der Sonne verursachen. Das reicht, um alle Schiffe hier zu zerstören, bevor die Allianz etwas aus ihnen herausbekommen kann. Nun, mit anderen Worten, Captain, der Reaktor wird die Sonne explodieren lassen, sodass hier nichts als Staub übrig bleibt. Das ist die Schwachstelle des Plans, wenn Sie mich fragen. Ohne den Reaktor kommen wir nicht mehr nach Hause. Ganz ruhig, eins nach dem anderen, Serena. Wenn die Allianz diese Schiffe in die Finger bekommt, wäre das Ende des Krieges. Wir werden die Chance nutzen, der Menschheit etwas Hoffnung zu schenken. Ich weiß, es ist keine einfache Entscheidung. Aber es ist die richtige. Spirit of Fire, hier ist Forge. Er ist eingepackt und einsatzbereit. Liefern Sie das Paket wohlbehalten ab, Sergeant. Setz den Kaffee auf. Ich bin zurück, bevor er fertig ist. Ich werde Sie von hier aus beobachten, Sergeant. Naja, es wäre recht offensichtlich, wenn er Erfolg hat. Victor 397 hier. Stabilisatoren sind ausgefallen. Wir können sie nicht tragen. Stürzen ab. Mach Platz da. Wir setzen die Fracht ab. Ah, seid doch vorsichtiger mit den Dingen. Auf den Boden. Ja, supi. Der Kern ist verdammt schwer. Setzen Sie Elephants ein, um ihn die Rampen hochzuziehen. Ach übrigens, willkommen zurück zu Halo Wars 1. Mit Alex. Hallo. Also, eine interessante Geschichte, wenn das, da sieht man, dass die Spirit of Fire bzw. die Menschheit hier schon einen großen Sieg gegen die Allianz errungen hat. Aber man stellt sich vor, was wäre, wenn die Allianz wirklich Schiffe bekommen hätte. Dann könnte sogar sein, dass Halo 1 sogar nicht passiert wäre. Bin unterwegs. Das wäre aber eine kurze Spielreihe gewesen. Ja. Bin unterwegs. Gehe los. Schutz vollständig. So. Übrigens, du kannst gleich deine Spartan ein bisschen vorschicken und ein paar Fahrzeuge kapern. Alles klar. Ich sammle schon mal die Rohstoffe. Verstanden. Das hier wird wahrscheinlich mit die längste Mission werden. Hurra. So. So ein Eigentlich ist es nur wichtig, dass wir den Reaktor bis da hoch oben bringen. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Allerdings müssen wir uns da hart durchkämpfen. Sollen wir wieder gegen absolute Lufthoheit oder Bodenhoheit diesmal gehen? Ich glaube, diesmal würde ich auf Boden gehen. Okay. Mal gucken. Ach, wir können auch wieder USTs einsetzen. Renn aber nicht so weit vor, die gegnerische Basis ist da oben und auch ein paar Geschütze, die dich fertig machen können. Geschütz vollständig. Achso. Wenn ich die Vorstellung kommt, eine weibliche Stimme, ist es, Das ist Alice, ja. Alice ist so. Ich frag mich, es gibt einen Film Halo Reach, heißt der Film wie das Spiel, soll ich mich erinnere. Da wurde auch das ein bisschen mehr beleuchtet, wie die Spartans. Stimmt. Es gibt einen Film, stimmt, der heißt auch Reach. Ja. Da geht es, glaube ich, nicht um wie das Spiel Reach, sondern einfach nur um den Planeten, soweit ich weiß. Ja, da geht es eher um, wie das Spartan-Projekt zustande kam. Also, die werten Damen und Herren hier. Da wurde natürlich auch erwähnt, wie viele Männer oder Frauen daran teilgenommen haben. Oder dass nur generell bei daran teilgenommen haben. Aber man muss echt sagen, das ist echt eine harte Prozedur am Anfang gewesen. Die ersten Spartans. Wenn die überhaupt überlebt haben, Also ich muss echt sagen, ich habe persönlich weitaus mehr Respekt vor den Spartan der ersten Generation als vor allen anderen Generationen. Naja, die haben den größten Shit durchgemacht, also ja, kann ich nachvollziehen. Weil ich finde irgendwie die Entstehungsgeschichte von den Spartans irgendwie ähnlich wie zu The Witcher. Zu den Hexern oder Hexen. Ja, ich glaube nur Hexern war es mal im The Witcher habe ich noch nicht wirklich durchgespielt. Ich habe nur ganz gleich 3 angefangen, weil The Witcher mir nie wirklich zugesagt hat. Oh, The Witcher. Ich finde The Witcher ist auch so ein geiles Fantasy-Universum, aber den ersten Teil kannst du nur auf PC spielen, deshalb ich ihn nicht spielen kann. Den zweiten gibt's für 360. Ich weiß nicht, vielleicht schaue ich mir
Let's Play zu den zwei an oder ich kaufe mir den zweiten, da bin ich mir nicht sicher. Den dritten habe ich, aber ich bin so ein, so ein chronologischer Spieler, weshalb ich immer halt erst eins so durchspiele. Aber den ersten muss ich halt anschauen, über Let's Play. Also, den zweiten, ja, muss ich noch entscheiden. Also werde Zuschauer der ersten Waschlappen. Ja, ja, ich bin Waschlappen, genau. Somit drücke ich mich vor Spielen. Ja. Okay, den Antrieb des Elements sollen wir verbessern. Vor allem, ich hab, Doom ist ja, Doom Eternal ist jetzt raus und das Witzige ist, ich wollte halt Doom durchspielen und dann, ich hab die ersten drei halt, auch halt die Originalen. Und ich hab echt versucht, die durchzuspielen, aber es ist so anstrengend, weil halt das Level ist halt irgendwie über dasselbe bei den ersten zwei Teilen. Und dann habe ich aber gelesen, dass das Doom von 2015 ein Reboot war. Das heißt, ich mir dachte, oh geil, dann ist das chronologisch ja eigentlich unwichtig bei mir, dann kann ich mit einem Reboot anfangen, weil es ja einfach nur eine Neuerzählung ist. Und da war ich so stolz drauf, weil ich habe echt keine Lust gehabt, die ersten drei Teile durchzuspielen, weil die echt anstrengend sind. Also die machen nicht wirklich viel Spaß durchzuspielen, muss ich sagen. Ja. Verteidigungs- schon cool. So, die Defense sollen auch Verteidigungsgeschütze haben. Ich freue mich schon, wenn du Crysis spielst und Tobi auch. Da bin ich echt auf eure Meinung gespannt, wenn ihr es durch habt. Ja, ich bin auch gespannt, weil ich es mir endlich mal holen kann. Bei mir funktioniert einfach die, also für die Zuschauer, bei mir funktioniert hier die Online-Funktion nicht, dass ich mir Geld auf dem Microsoft-Konto überweisen kann. Und ich kann halt auch rausgehen, um mir neue Sachen zu kaufen, weil ich einfach kein Geld habe, weil ich nicht arbeiten kann. Das ist so, also nervig. Ich würde mir gerne diese drei Teile von Crysis holen. Und den dritten Tag können wir online spielen. Ja. Reserven erforscht. Ach stimmt, wir wollen ja Boden. Nein, sterb nicht, sterb nicht. Ah, wir wollen ja auf Boden gehen. Hauptsache, ich habe schon Luftdepots gewohnt gebaut. Wahrscheinlich will diesen Rave. Los! Einfach rausgeworfen. Ja, meiner! Einfach rausgeworfen. Komisch, er brennt ein bisschen, aber er laut an Lebensanzeige keinen Schaden haben sollte. Interessant. Kann man auch machen. Ich find's witzig, dass die hier in einem Multiplayer, also Multiplayer halt jetzt in der Story, dass die Feinde auch. Das ist so ungewohnt. Was die Feinde was? Ja, die Feinde reden manchmal, wenn du sie angreifst. Das ist ziemlich witzig. Ich dachte, das wäre halt nur in den Spielen. So. Nein, auch in Halo Wars ist das so. Spiel, machst du kurz Aqua zur Splittergranate für die Skorpionpanzer? Dass sie das parallel durcharbeiten können. Dann muss ich das alleine machen. Ich will dann noch ein paar Wolverines und dann Skorpionen bauen und dann mit einem, ja. Lokale Einheiten. Da haben wir eine gute Luftabwehr und eine gute Streitmacht zum Aufbauen. Willst du die Luftabwehr übernehmen und ich kümmere mich um den Hauptpanzeranteil? Ja, kann ich so machen. Einheiten transferiert. Gut, ich schicke die zwei Wolverines, habe ich dir schon überwiesen. Ah, okay, super. So, Verstärkung wäre auch praktisch. Wie groß... Kann er die angreifen? Ja, keine Ahnung, okay. Wie groß war ich nochmal die Spirit of Fire gewesen? Ich meine irgendwas mit 2,5 Kilometer sogar. 60 Kilometer breit, Fuß, Star Wars. Ja, was sie sich dabei gedacht haben. Hey, wir... Oh. Hey, in eins Star Wars, und abgesehen von Episode 1 bis 3, haben wir immer große, unnützige Sachen gebaut. Machen wir noch eins, das noch größer ist, als unnütziger ist, als vorher. Ja, geil, das wird's bringen, das ist kreativ und klug. Vor allem, früher Penisvergleich durch Raumschiffe, umso länger, umso besser. Jetzt in den Sequels, umso breiter, umso besser. Ich find's schön, dass der Penisvergleich immer da ist. Ja, und dass jeder Penis da irgendwie von kleineren Penissen ohne Probleme niedergemacht werden. Ja. Stimmt, Star Wars müssten wir jetzt neu erzählen. Einfach nur, das ganze Star Wars besteht einfach nur aus verschiedenen Penissen. Oder nee, nicht Penissen, das heißt ja Penen oder so. Hab ich in Duden in der Schule mit einem Kumpel nachgeschaut. du hast zwei Welfen da oben, hol die da lieber. Nein, weg, wenn der jetzt nein, zurück. Zu spät. Nein! Das sind aber noch zwei, hol dir die. Ja, wenn ich an den Jäger mal vorbeikomme, würden die Jäger töten alle. Die kommen jetzt eh zu uns her. Wir haben aber noch, ja. Wir haben keine Abwehr? Ich lenk dir ein bisschen ab. Versuch du... Ich schick die anderen zwei auf die Raves. Ja.
Okay, Jäger sind tot. Okay, komm, die nächste, greift die nächsten an. Was macht ihr? Ihr sollt auf die Raves gehen. Ah. Die denken sich, nee, machen wir nicht. Okay. Ja, läuft doch super. Ah, gut, hab wieder Raves. Sehr schön. Schön. Nun gut, aber. Ich schieß das mal wieder zurück, ey. Du fährst aber in jede Totenliege Leichnam ein bisschen um. Bei einem Schwebepanzer. So, mach. Jetzt muss ich meine Raves erstmal heilen. Sag, wenn ich heilen kann, wir vom Fong Geld her. Kannst du vielleicht erst noch Doppelraketen machen für die Wolverines? Ja, aber ich halt sogar Bescheid, wenn ich reparieren kann. Doppelraketen? Ja. Ja. Hab grad Besuch bekommen, kurz Hallo gesagt und tschüss. Oh. Okay, denke, 4 Wolverines sollten für die gesamte Flugabwehr reichen, denke ich. Und was meinst du? Ja. Den Rest machen wir mit Panzern oder übernehme ich das? Ich finde es schade, dass wir keine Risti-Panzer haben, wo wir unseren werten Freund haben. Forge. Regeneration bereit. Regeneration abgebrochen. Übrigens, der Reaktor ist ganz schön begeisterungsstark für, dass er so ein großes Schiff in Hyperraum oder sowas schicken kann. Oder Lichtgeschwindigkeit oder was die auch hier haben. Am Forge liegt der immer noch rum und gönnt sich die Sonne. Apropos Sonne, da kamen wir Besuch. Ich muss sagen, diese Vampire sind euch die einzigen Fahrten. Die Vampire sieht man, glaube ich, hier nur in Halo Wars. In anderen Science Fiction anderen Halo Tanz sieht man die nie. Baust du schon mal deine 3 Wolverines? Du hast ja schon einen fertig. Also brauchst du nicht mehr so viele. So, so, Freundchen, ich kette dich jetzt mal an und hoffentlich drisse ich nicht 100 Mal in den Kreis. Wie viele Wolverines soll ich bauen? Da sind sie. 3. Bei 3 Stück reichen. Okay. So. So. Oh, das ging doch relativ gut. Jetzt wirst du den ganzen Berg hier hochfahren. Die Geschütze, ja. Die Gruppe brauchen wir eigentlich nicht. Ich denke, dein Spart und die beiden Wels machen die Vorhut und dann komme ich mit dem Panzer hinterher. Okay, sag wahrscheinlich los, ziehen sie. Also, die Panzer sind auch gar nicht ausgebildet. MRB-Feuer sollten wir auch mal verbessern. Die Leute, die nicht wissen, was MRB sind, das sind die große Schiffsgeschosse. Sagen wir mal Artillerieschläge oder Orbit-Bombardement, wenn man so will. Da kommen schon wieder ein paar Vampires. Das Bahn steht da, wird beschossen. Ach, juckt mich null. Ich bin. Ja, ich dachte mir auch gerade so, ja, schießen halt nicht ab. Ey, aber dann kann ich den auch übernehmen. Na klar. Das ist ja jetzt witzig, wenn ich den übernehmen kann. Kannst du. Grundsätzlich kannst du es jedenfalls. Grundsätzlich kannst du es jeden Fahrzeug übernehmen, abgesehen von Scarabs normalerweise. Du hast auch noch einen Werf, den du übernehmen kannst. Ja, ja, ich sehe es gerade. Ey, jetzt noch stirbt, bevor er da ankommt, ey. Richtige Krise. Okay, schafft er. Ich kann. Oh. Hast du jetzt nicht gemacht? ich hab's meinen Jägern gemacht. Ich wollte dein Dings beschützen. Ja, egal, ich darf ihn nochmal heilen, bevor wir los sind. Aber Brian, da kommt. Da kommt jetzt noch ein Rave. Ja. 2. Ja, ich muss sie alle da reinschicken.
Kann Forge dich auch übernehmen? Nein, der ist ja kein Spartner, also er kann irgendwie nicht. Oh, wow. So, ich werde jetzt gleich 6 Panzer haben, das sollte reichen. Ja, das MB. Ja, das MB Feuer. Das MB Feuer hat beinahe deinen Wave zerstört. Ja. Wollte ich doch gar nicht, aber. Aber das. MB Feuer soll ich mal verbessern. Das wird uns sehr hilfreich sein, vor allem gegen die Geschütze der Basen. Ich weiß nicht, was ich von den Skorpionen halten soll. In gewisser Weise sehen sie cool aus, aber irgendwie so lala. Zum Teil sehen die, können die richtig wie ein Science-Fiction-Universum-Panzer aussehen, allerdings sind sie ein bisschen aus dem Kinderspielzeug hin und wieder. Ich finde, die Waves sind dann irgendwie passender gewählt. Vor allem, weil die normalen Waves, glaube ich, auch Schilder haben. Ich freue mich schon, wenn wir die anderen Halo-Teile spielen, dass wir immer mit uns den Spartans den Grand-Plasma-Kanone nehmen und immer die feindlichen Panzerlamlinge und dann einfach die Panzer entern. Ja. In Halo, ging das auch eigentlich in Halo 1 noch? Ich meine, es ging... In Halo 1? Oh, nee, hab ich es jedenfalls noch nie ausprobiert eigentlich. Ich hatte es mit Tod immer ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt dazu kommst. Die Pistole ist dafür da. So. Okay, noch eine MRB-Verbesserung und dann können wir loslegen. Ich habe gerade erfahren, in der Klassengruppe, dass ich, ich musste in TGA eine Erörterung schreiben, mit der ich jetzt schon zu Glück fertig bin. Aber ich habe das ja noch schnell geballert, damit ich mit dir hier das aufnehmen kann. Und ich erfahre gerade eben, dass meine Lehrerin gesagt hat, ja, wir müssen das jetzt alles nur in Word reinschreiben, ihr dann schicken. Wo ich mir denke, ich habe gerade alles auf Blatt Papier gemacht, weil ich dachte, wir können das einscannen, ihr dann schicken. Ich krieg gleich einen Anfall. Ich muss dann morgen den ganzen Scheiß noch abtippen. Ja, wenigstens kannst du, jedenfalls in einem gewissen Grad hast du schon mal eine Vorlage zum Abtippen. Ja, trotzdem dachte ich, wieso hätte ich es nicht gleich sagen können. Wäre ich auch schneller gewesen mit den ganzen Arbeiten. Mit Schreiben dauert ein bisschen länger als tippen. Ja, die Lehrer waren auch nicht mehr das, was sie mal waren. Willst du mal vorfahren? Ich komme hinterher. Ja. Schick aber die Wave vor. Die Wolverines bleiben erstmal noch hinten. Achso, okay. Dann nicht alle Einheiten. Hä? Nicht im Ernst, steht da gerade ein. Irgendwo der Range steht im Weg, oh mein Gott. Ah, top. Steht immer noch einer im Weg? Ich glaub's nicht. So, jetzt fahrt aber. Nee, die anderen waren sagen, nee, die. Schick den einen lieber zurück. Oh. Okay, jetzt sind deine Wolverines mir im Weg. Nicht im Ernst. Was machen die denn? Ja, ich stehe rüber. Also, du hast schon mal ein kleines Wave-Problem. Beziehungsweise einer. Echt, wow, einer ist halt echt zerstört. Ja. Haladat hat die Schnauze gekriegt. Ist gar nicht aufgefallen. So. So, Feuerkraft auf die Basis konzentrieren, danke. Hast du? Nee. Hab mich hier verewigt. Aber die ganze. Übrigens, wir werden den Reaktor nehmen, um die ganze Sonne hier zu sprengen, den ganzen Planeten mit Energie versorgt. Ja, kann man ja machen, ne? Ja. Wird bestimmt nichts dabei schief gehen. Schuss, Schuss, Schuss. Okay, der erste Wasser haben wir so gut wie erledigt. Kommt. Jawohl.
kurz sammeln da. Du hast einen Spaten noch, ja? Dann sammle ich schon mal die Rohstoffe ein. Ja. Verfügbar ein paar Sekunden. Alle Einheiten. Ja, Sir. Dorten ist, glaube ich, ein bisschen schwer, oder? Was? Atmest du ein bisschen schwer? Bin unterwegs. Nein, eigentlich nicht, aber das liegt dann am Mikrofon. Sorry. So, Elefant kann schon mal nachrücken. So, wir werden gleich auf eine Flottbasis treffen, allerdings können wir die relativ easy ausschalten. Also es stehen auch wirklich nur zwei richtige Allianzbasen. Ja. Ach nee. Und das wird dann recht unschön. Ach was, der hat einen totalen Absturz von zwei Pelikans überlebt, also. Wenn die Elefanten kaputt gehen und runterrollen, ist das nichts. Sobald der Kern flaches Gelände erreicht, kann er die Anhöhe nicht mehr runterrollen. Bringen Sie den Kern dorthin. Vermeiden Sie unnötige Erschütterungen. Manchmal hat man das Gefühl, dass Serena meint, einer, die wären hier dumm hier eigentlich. Okay, lies zurück, ich mal vor. Meine Panzer sind, glaube ich, etwas besser gegen die Flotte als deine. Du stehst aber ein bisschen im Weg. Das habe ich auch gerade gemerkt. Weg. Die Franzi, alle Höhe. Ey, weg da, husch. Das ist wie Berufsverkehr gerade. Oh, Berufsverkehr, husch. Ja. Und dann hupen die jetzt alle und ärgern sich. Da, weg da. Jetzt haben wir es geschafft. Aus dem Weg, hier kommt Opa. Okay. Versorgungsmodul vollständig. Irgendjemand hat einen Beitrag zu Battlefront 2 gepostet gerade. Oh. Bin unterwegs. Ich frage mich echt, ob das maximale von Battlefront 1000 ist oder nur 500. Also es müsste mehr als 500 sein, weil wir hatten doch schon mal einen, der 601, glaube ich, hatten wir mal einen. Ich glaube echt, dass 1000 das höchste ist. Feindlicher Angriff. Oder, ja. Doch, 1000. Versorgungsmodul vollständig. Ach, fick dich doch, du kleiner Vampir. Nicht die Wellgang, Raketenwerfer. Lass ich jetzt einen... Nee. Kann ja gar sein, dass wir gleich mal OSTs bauen, zu Notfall. Ja. Schutz vollständig. Lokale Einheiten. Schutz aufgerüstet. Ja, hier eine ganz kleine Flop-Basis, die keine wirkliche Entscheidung hat. Versorgungsmodul vollständig. So, ich fahr dann hoch. Du bist wieder die Nachhut. Jetzt steht sie schon wieder im Weg, ey. Ja, was machen denn Leute da eigentlich? Das frag ich mich auch. Sind die mit ihrem Job nicht zufrieden? Alle Einheiten. Anscheinend. Es ist ja noch diese eine Wolverine hier. Nee, wenig durchlassen. Er ist sich erfreut darüber, dass er Wolverine fahren muss. Schick mal ganz kurz bitte deine Wolverine zurück. Mach ich. Vorrücken, aus dem Weg. Ein Wolf gegen 6 Skorpionen, ja, das ist natürlich fairer Kampf. Natürlich. Aber es ist ja Krieg und Krieg heißt es ja nicht Fairness, sondern wer gewinnt. Regeneration bereit. Regeneration abgebrochen. Lokale Einheiten. Regeneration bereit. Heile Ziele. Bin unterwegs. Schicken wir uns rein. Zurück. Befehle?
So. So ist der falsche Basis, jetzt kaputt machen, schnell. Versorgungsmodul aufgerüstet. Ah, jetzt, ach stimmt, da wäre ich, das sind ja auch noch da. So. Na, die Schildergranaten hauen recht rein. Oh yeah. Falsche Basis hat auch mal einen besseren Tag gehabt. So. Nein, 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 alle Einheiten. Bin unterwegs. Kurz sammeln. Nein, nicht aufbauen. Ah, da. Mein Schädel, geil. Ja, der gehört dir, dem Räuchern. Ich hab schon eh alle. Und jetzt schickt ihr alle Einheiten, deine Mist zu holen. Ja, ist meins. Meins, meins, meins. Erinnere mich an meinem Wort von der Video, wo mehrere japanische gegen einen Amerikaner abschießen wollten. Da waren wieder auch so meins, 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 meins. Ist es schön, beliebt zu sein, aber noch nicht so. Los geht's. Startklar. Wir ziehen los. So. Regeneration das heile Ziele. So, zack, zack, zack. Wir sind bereit. Da kommt wieder die Flug. Oh, wir haben die Bazooka erforscht. Eine Technologie, die schon seit dem Weltkrieg gibt. Die Sanität, da müssen wir auch noch erforschen. Hat's noch nie gegeben, ne? Das ist aber echt eine unlogische Dingenmeisterstrategie. Ich bin, dass wir Sachen erforschen, die schon seit mehreren hundert Jahren existieren oder Standard sind. Ja, das stimmt. Die sollten einfach mal Standardausrüstung sein und nicht erst erforscht werden müssen. Hey, wir haben mehrere Jahre Krieg gegen einen fortgeschrittenen Feind, aber wir müssen erst jetzt Sanität erforschen. Hatten wir noch nie. Haben wir noch nie. Oder es würde dann höchstens so dann wirklich Sinn ergeben, hätte die Menschheit nie wirklich Krieg gehabt und hätte auch keine Verwendung dafür. Aber was sehr unwahrscheinlich ist durch Halo Legends oder generell allgemein. Okay, die Flotte haben sich generiert. Ja, super. So. Jetzt können wir USD gleich benutzen. Schicken Sie uns rein. Nun gut, ab zum letzten Vorsturm. Bin unterwegs. Feindlicher Angriff. Ich fahr vor, du fährst nach. Fahrzeugdepot vollständig. Ja. Geschütz vollständig. So, den Elfen kann ich eigentlich schon durchschicken. Ich versuche die falsche Basis abzudecken, du kümmerst dich um die falschen Einheiten, die mir im Weg stehen werden. Sofort. Ja. Lokale Einheiten. Aber ziemlich coole Information eigentlich. Sofort. Fahrzeugdepot vollständig. MAB-Projektile, MAB feuert. MAB Munition erschöpft. Da kann man es auch regeln. Ja. So, UAST sind bereit. So, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Los, los. Oder warte mal, es gibt wahrscheinlich extra Mühe, die Basis zu schnell, also noch schnell kaputt schießen.
Komm, schnell kaputt schießen. Ah, erst die Mission lief doch auch recht super. Obwohl ich dir jetzt nicht schwierige Erinnerungen hatte. Es ist echt schon krass, wie viele USTs man hier eigentlich absetzen kann. Alle haben Sanitäter natürlich. Natürlich. Das natürlich erst seit gefühlt mehrere tausend Jahren erst erforscht werden muss. Macht Sinn. Ja klar, weißt du, wie lange so ein Medizinstudium geht? Ja, 2000, 3000 Jahre oder sowas. So. Wir hören gar schon, wie lange wir dafür gebraucht haben. Die Mission abgeschlossen. Okay, Goldmedaille. Hoffentlich. Ingenieure sind unterwegs, um den Kern vorzubereiten. Es ist fast geschafft. Und gleich kommt eine kurze Cutscene in Halo Wars. Jawohl, Gold. Und nicht mal 30 Minuten. Super. Zielzeit waren 15 bis 30 Minuten. Das haben wir gut geschafft. Ja. Können stolz sein. Nun denn, Leute. Das war eine sehr coole Mission. Jetzt kommen wir zur letzten Mission von Halo Wars 1. Aber das wird von Halo Wars 1 nicht das Ende sein. Ich werde noch eine Spezialfolge machen mit allen Extras, die es dazu gibt. Und ich werde wahrscheinlich mit meinen Freunden, mit Alex wahrscheinlich auch, ein bisschen die Multiplayer spielen, um euch die anderen Allianz-Einheiten zu zeigen. Jedenfalls danke euch dafür, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ciao.